Hallo liebe Leute, willkommen bei Radio Helsinki. Ich bin der Markus Besenlechner, ich habe jetzt den Basisworkshop hier gemacht und habe heute die Möglichkeit, meine erste Sendung aufzunehmen. Ich möchte gerne meine produzierte Musik euch vorspielen, die ich jetzt dann die Möglichkeit bekommen habe, die Lyrics einzusingen im Tonstudio, was jetzt die Qualität sehr verbessert hat. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich möchte mich bedanken bei Radio Helsinki. Thank you for the possibility. Now we are community. Sieben. 23. 7, 7, 7, 7, 7. Let's begin. This is my dream. And I feel this will be. Es ist genug Zeit. Du wirst sehen, dass jetzt viele Dinge leichter gehen. Dass jetzt viele Dinge schneller gehen. Schön, wenn alles sonnenklar erscheint. Du und ich und wir sind gemeint. Wir sind gemeint. Wir sind gemeint. Jetzt wird gemeint. Wir sind gemeint. Jetzt wird nicht mehr das Leben verleihen. Jetzt wird gelebt. Jetzt wird etwas bewegt. Ich hoffe, dass es bald aufgeht. Ich hoffe, dass jetzt etwas Gutes entsteht. Lass dich nicht irritieren. Du sollst dich nicht verlieren. Nur weil sie dich nicht richtig kapieren. Geh deinen Weg. Ein Weg, ein Ziel, und du bist mittendrin. Das Leben zu gehen ist der Sinn. Und es zu leben, der größte Gewinn. Der größte Gewinn. Und es zu leben, der größte Gewinn. Ich finde jetzt Sinn. I have a dream. I have a dream. I have a dream. Aufpassen, auslassen, keine Ressourcen verpassen, das Leben fassen, weg von den Sackgassen, einfach machen, lachen und alle schönen Sachen. Momente, in denen wir erwachen, immer mehr Menschen, die aufwachen. Lasst uns alles so schön wie möglich gestalten, die Nacht aushalten, mit Alben statt sich abspalten. Mit Alben. Momente, in denen wir fallen, falsches, in dem wir uns festkrallen. Es kann gut gehen, wir müssen nur hinsehen und versuchen zu verstehen. Zu verstehen. Und loslegen, statt die Wahrheit zu verdrehen. Wir sollten nicht nur nehmen, sondern auch geben. Geben. Liebe. Leben. Leben. Wir sollten nicht nur nehmen, sondern auch geben. Liebe, Leben, Liebe, Leben, Leben. Wir sollten nicht nur nehmen, sondern auch geben. Liebe, Leben, Liebe, Leben, Leben. Wir sollten nicht nur nehmen, sondern auch geben. Liebe, Leben, danke zum Leben. Danke zu mir, danke zu leben und auch gerne geben. So, das war jetzt meine erste Nummer, die ich produziert habe. Ich habe vor, das Jahr, also dieses Monat, noch 7 Songs fertig zu machen. Das ist einmal einer davon und das geht jetzt ruckzuck. Eins nach dem anderen, fast jeden Tag wird was produziert, weil ich jetzt auch jeden Tag bei Radio Helsinki das machen darf. Ich bin so dankbar dafür. So, und ich schreibe auch sehr gerne, das ist eigentlich meine Berufung hauptsächlich. Und das zu vermusizieren ist natürlich noch viel schöner, weil man es mit Musik einfach emotional noch ein bisschen unterstreichen kann. Aber ich möchte euch jetzt gerne mal zuerst auch noch einen Text vorlesen in meiner Sendung. Und zwar habe ich den an der Mur geschrieben, am Frühlingsbeginn, wo ich mich sehr gefreut habe, was ja heuer sehr spät erst losgegangen ist, dass es warm geworden ist. Aber die besten Dinge brauchen halt ein bisschen Zeit. Also jetzt geht's los. Ich sitze gerade an unserem wunderschönen Fluss der Mur.
Inmitten der hektischen Innenstadt höre hier beinahe nur die Natur eines fließenden Flusses. Es ist sehr schön, hier zu beten, zu meditieren, Musik zu machen und auch Begegnungen zu haben und gesehen zu werden oder gehört. Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist Natur im Zentrum der Stadt. Heute scheint auch wieder die Sonne und der Frühling ist jetzt da. Eine wundervolle Zeit, wo wir gemeinsam mit der Natur aufleben und aufblühen dürfen. Ach, ich bete so sehr dafür, dass wir erkennen, dass wir ein Teil der Natur sein dürfen und nicht über sie herrschen und sie zerstören dürfen. Unsere Erde ist ein vollkommenes Wunder und als heilig zu betrachten. Die Erde ist vollkommen von uns unabhängig, wir jedoch vollkommen von ihr. Ich hoffe, ihr vergesst das nicht. Und jetzt kommt die nächste Nummer von mir. All One. Schön, ich sage Danke zum Leben, ich kann es jetzt annehmen.
Dinge geschehen, weil ich bin endlich am Leben. Weil ich bin endlich am Leben. Und kann jetzt auch Liebe geben. 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 Ich sage Danke zum Leben. Es ist so schön, mit der Sonne aufzugehen, mit der Natur mit aufzunehmen, auf und einzugehen in das Geschehen, sich in Richtung Fortschritt zu bewegen, immer mehr zu verstehen, immer mehr die überleben, immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen, immer mehr die alles geben für ein besseres Leben. Wir werden sehen, welch wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen. Statt Zäune und Grenzen aufzustellen, wir sollten uns nicht voneinander abgrenzen, sondern uns ergänzen, damit die Welt bald glänzen. Und wir können das Leid und den Krieg beenden. Und es wäre so schön, wenn wir uns alle versöhnen, wenn wir uns gegenseitig alles Schöne gönnen. Daran könnte man sich gewöhnen. Wenn wir uns alle versöhnen. 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 Wir sollten eine Welt aufbauen, die so schön ist, als hätte sie unser Schöpfer auf den Stein gehauen. Glücklich sein, Männer, Kinder und Frauen, und alle aufeinander schauen und vertrauen und staunen, wenn sich Dinge ergeben, Dinge geschehen, die dich nicht verdrehen, sondern beleben. Du solltest dich über niemanden erheben, nicht einmal über die krankesten Gestalten, weil auf diese dir zum Schluss die Hand noch halten. Heute beginnt die Zeit, wir sind endlich bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Denkt nicht in mein oder dein und den falschen Schein, sei nicht mit dich allein. Wirf den ersten Stein, komm endlich heim. Und freu dich auf Sonnenschein. Immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen. Immer mehr die alles geben für ein besseres Leben. Wir werden sehen, welch wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen. Wenn wir uns alle versöhnen. Wir sollten eine Welt aufbauen, die so schön ist, als hätte sie unser Schöpfer auf den Stein gehauen. Glücklich sein, Männer, Kinder und Frauen, und alle aufeinander schauen und vertrauen und staunen, wenn sich Dinge ergeben, Dinge geschehen, die dich nicht verdrehen, sondern beleben. Du solltest dich über niemanden erheben, nicht einmal über die krankesten Gestalten, weil auf diese dir zum Schluss die Hand noch halten. Heute beginnt die Zeit, wir sind endlich bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Denkt nicht in mein oder dein und den falschen Schein, sei nicht für dich allein. Wirf den ersten Stein, komm endlich heim.
fröhlich auf Sonnenschein. Ich möchte einfach Danke sagen. Danke, dass du mir das Leben zeigst. Was es heißt, leben. Was es heißt, wenn man seine Liebe zeigen kann. Und wenn sie andere auch annehmen und sie nicht als falsch verstehen. Wenn du bereit bist zu verstehen, wer du bist, wer du bist, wer du bist und was du liebst. Was du liebst, was du liebst, was du liebst. Und was du liebst, 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 und was du liebst. So, und zwar, das war die Version All One, die ich eigentlich zu Hause gemacht habe. Und das ist jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich die gespielt habe. Und ich habe jetzt dann geplant, die dritte Nummer, die ich hier im Studio produziert habe und aufgenommen habe, dann ganz zum Schluss noch einmal zum Spielen, weil ja alle guten Dinge drei sind und dann passt es auch voll zusammen. Und jetzt einmal zur Abwechslung lese ich wieder mal eine Geschichte vor von mir, die ich geschrieben habe. Und zwar heißt diese Geschichte Eine Idee. Ich hatte gerade eine Idee. Ich schreibe jetzt über Dinge, die vielleicht ganz schön wären, wären sie Realität. Die Wahrheit ist, wenn ich eine Idee auf den Tisch lege, wie zum Beispiel, um die Menschen zum Guten zu verändern, müssten wir Menschen uns mal so verhalten, dass wir der Natur keinen Schaden zuführen. Wir müssten aufhören, uns und alles, das uns umgibt, zu zerstören. Und oft sogar zu quälen. Wir meinen, oder eigentlich wissen wir ja fast alle, dass wir gemessen an der Religion alle nicht imstande sind, ganz und gar das zu sein, was möglich wäre. Ich meine, es gibt Menschen, die sich an beinahe alle Gebote zum Guten halten und immer darüber nachdenken, was sie noch besser und als nächstes machen könnten. Nach innen und nach außen, eben ein wenig sonderbar. Und so liebevoll perfekt. So, das war eine Idee von mir. Und jetzt kommt das dritte Lied, was ich produziert habe hier im Studio. Ich finde, das ist das Beste, auch vom Textinhalt her. Wäre sehr wichtig, wenn das ein bisschen sich verbreitet. Viel Spaß dabei. Lasst uns aufstehen, aufleben, aufdrehen. Lasst uns nicht mehr umdrehen und nicht mehr aufgeben. Lasst uns alles ansehen und lasst uns, was schlecht ist, ablehnen. 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 Lasst uns uns selber vergeben und lasst uns versuchen, das Leben zu verstehen. Verstehen. Denn so wie es war, kann es nicht weitergehen. Wichtig sind unsere Taten, beendet das Warten, denn jeden Tag kommen neue Karten. Eines kann ich sagen, die Zeit, wo wir mit unserer Liebe sparten, wo wir die Möglichkeiten hatten, entsagten wir dem Leben, haben nicht gegeben, nur aufgegeben. Doch ich möchte mit eingehen ins Geschehen, anstatt völlig daneben zu sein. Diese Welt ist unser aller Heim und unser Kinderheim. Lasst also die Zerstörung sein. Lasst bitte die Zerstörung sein. Die Zerstörung von der Welt, die Zerstörung von dir selbst, die Zerstörung nur für Geld. In einer Welt, wo kaum jemand zu dir hält.
wo sich kaum jemand ehrenvoll verhält und sich kaum jemand den Problemen stellt. Doch eine Welt, wo jeder zum Schluss, was er verdient, erhält. Also eine Welt, die ein paar wenigen gefällt und die viele quält, weil es ihnen an allem fehlt. Und andere haben alles Geld der Welt, weil es ihnen an allem fehlt. Viele Dinge sind schon geschehen, Erdbeben und starke Winde, die wehen, Reiche, die sich über Arme erheben, und die Armen sind ihnen ergeben. Alte, die Jungen ihre Erfahrung geben, und Junge, die Alte pflegen. Alles, was war, musste geschehen. Gute und schlechte Erfahrungen im Leben. Das viele Geld auf dieser Welt sollte nicht stillstehen, sondern was bewegen. Besser wäre es zu geben, als es, wenn man schon genug hat, auf die Bank zu legen. Denn Reichtum kann man nicht mitnehmen. Wenn wir ins Licht gehen, dann werden wir einsehen. Besser wäre gewesen, wir hätten gegeben. Doch du bist noch am Leben, du kannst noch was bewegen. Es kann noch geschehen, es kann eine wunderbare Welt entstehen. Doch dafür müssen wir das Ego ablegen. Dafür müssen wir das Ego ablegen. Aufeinander eingehen und füreinander einstehen. Und nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und auch die anderen sehen und versuchen zu verstehen. So, das war jetzt Lasst uns alles ansehen, unserer Kinderheim. Und jetzt dann spiele ich euch ein bisschen alte Musik von mir vor, Chillout, die ich produziert habe, wo jetzt keine Texte dabei sind, sondern einfach nur positive Vibrations. Eine schön chillige Musik für einen chilligen Tag, weil Stress haben wir eh schon alle genug, oder? Viel Spaß dabei.
so, das war jetzt Thanks to Life von mir. Das habe ich vor 9 Jahren produziert schon. Also ist sehr, sehr alt. Die nächste Nummer, die ich euch vorspiele, heißt Laute Freiheit. Deshalb, weil ein Freund von mir eine originale Laute dazu eingespielt hat. Deshalb ist es auch nicht nur von mir und ich möchte ihn auch namentlich nennen. Das ist der Gilbert Koller gewesen, zu dem ich leider nur kurz Kontakt gehabt habe und mit dem habe ich es geliebt, Musik zu machen. Und der hat mich auch sehr motiviert, weiterzumachen. Ja. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Nummer Laute Freiheit. Das war jetzt Laute Freiheit von Gilbert Koller, von mir produziert, vor über 9 Jahren schon. Ist in meiner Playlist auf YouTube auch zum Finden, meine ganze Musik schön gelistet nach Playlists. Und weil es so schön ist, spielen wir jetzt gleich noch die dritte Chillout-Nummer, die mir sehr gut gefällt, die ich gemacht habe. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Nummer heißt Trust in this Wonderful Living.
So, das war jetzt Trust in This Wonderful Living von mir. Auf YouTube zu finden. Mein Name ist Markus Pesenlechner mit harten P. Und wie gesagt, alles schön sortiert nach Playlists. Jetzt dann habe ich heute, wie ich hergekommen bin, einen neuen Song, den ich produziert habe oder den ich schon vor längerem produziert habe, heute noch einmal neu durchgemischt oder gemischt. Und den würde ich euch jetzt gern vorspielen, weil ich finde, das total happy, chillout Musik ist. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. 2023. 2023.
2023. Also das war jetzt die Nummer Hello Me von mir, eine neue Version, die ich gemacht habe draus, weil ich es einfach ein bisschen mehr happy finde, als wie das, was ich vorher gemacht habe. Ja, und das wollte ich euch heute vorspielen. Und weil ich euch 3 Chillout-Nummern vorgespielt habe und jetzt die Happy Sound und alle guten Dinge 3 sind, machen wir gleich 2x3 draus und ich spiele euch noch die 3. Version von All One vor, die ich hier im Studio aufgenommen habe. Ein bisschen der Text ist auch anders. Also es ist nicht ganz dasselbe. Wird sehen. Ich denke, ihr werdet Freude daran haben. Auf jeden Fall, mir gefällt es sehr gut. Viel Spaß damit. Wait a moment. The best things need time. Aufzugehen, mit der Natur mit aufzuleben, auf und einzugehen in das Geschehen, sich in Richtung Fortschritt zu bewegen, immer mehr zu verstehen, immer mehr die überlegen, immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen, immer mehr die alles geben für ein besseres Leben. Wir werden sehen, welch wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammen. Anstatt Zäune und Grenzen aufzustellen, wir sollten uns nicht voneinander abgrenzen, sondern uns ergänzen, damit die Welt bald glänzen und wir können das Leid und den Krieg beenden. Und es wäre so schön, wenn wir uns alle versöhnen, wenn wir uns gegenseitig alles Schöne gönnen, daran könnte man sich gewöhnen. Daran könnte man sich gewöhnen. Daran könnte man sich gewöhnen. Es ist soweit, es ist endlich die Zeit. Wir sind bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Ewigkeit befreit. Ewigkeit befreit. Denkt nicht in mein oder dein und den falschen Schein, sei nicht für dich allein. Wirf den ersten Stein, komm endlich heim. Und freu dich auf Sonnenschein. Und freu dich auf Sonnenschein. Und freu dich auf. Wir sollten eine Welt aufbauen, die so schön ist, als hätte sie unser Schöpfer auf Stein gehauen. Glücklich sein, Männer, Kinder und Frauen. Und alle aufeinander schauen und vertrauen und staunen. Wenn sich Dinge ergeben, Dinge geschehen, die dich nicht verdrehen, sondern beleben. Wir sollten uns über niemanden erheben. Nicht einmal über die krankesten Gestalten, weil auf diese dir zum Schluss die Hand noch halten. Und es ist so schön, jetzt kann es losgehen mit dem, was man liebt, loslegen. Musik und Geist aufnehmen, damit auftreten und sie nicht nur auflegen. Und sie nicht nur auflegen. Wer weiß, was geht, wenn immer mehr connecten, die Menschen aufwecken. Sprengen wir doch die Ketten, dann können wir uns
selbst retten, durch miteinander sprechen, durch sich für eine bessere Welt einsetzen. Weil wir uns eh schon zu lange widersetzten und selbst und die, die uns lieben, verletzten. Doch wenigstens kann man das Leben irgendwann richtig schätzen. Richtig schätzen. Jetzt wäre die Zeit. Jetzt wäre die Zeit. Sich zusammensetzen, über alles zu sprechen. Über alles zu sprechen. Über alles zu sprechen. Über alles zu sprechen. Es ist so schön, mit der Sonne aufzugehen, mit der Natur mit aufzuleben, auf und einzugehen in das Geschehen, sich in Richtung Fortschritt zu bewegen, immer mehr zu verstehen, immer mehr die überlegen, immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen, immer mehr die alles geben für ein besseres Leben. Wir werden sehen, welche wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen. Heute beginnt die Zeit, wir sind endlich bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Ewigkeit befreit. Ewigkeit befreit. Denkt nicht in mein oder dein und den falschen Schein, sei nicht für dich allein, wirf den ersten Stein, komm endlich heim und freu dich auf Sonnenschein. Es ist wichtig, Liebe ist und sie bricht dich nicht, sie spendet Erkenntnis, Wärme und Licht, aber auch Dunkelheit braucht es für ein Gleichgewicht. Nichts gibt es nicht, weil zumindest sonst die Zeit immer am Vergehen ist. Ach, wie kurz man eigentlich nur ist, einen kleinen Augenblick. Schön, wenn du am Ende stolz auf dich bist, wenn du dich liebst, wenn du deine Ziele siehst und deine Aufgaben annimmst. Ich wünsche dir, dass dein Leben gelingt. Versuche es unbedingt, dann wirst du sehen, dass zum Schluss immer die Liebe gewinnt. Versuche es unbedingt. Denn heute ist die Zeit, wir sind endlich bereit für Heiterkeit, Zufriedenheit und Einheit. Legt ab den Neid, ab in Richtung Ewigkeit befreit. Es ist so schön, mit der Sonne aufzugehen, mit der Natur mit aufzuleben, auf und einzugehen in das Geschehen. Sich in Richtung Fortschritt zu bewegen, immer mehr zu verstehen, immer mehr die überlegen, immer mehr die darüber reden, wie wir mit der Welt umgehen, immer mehr die alles geben für ein besseres Leben. Wir werden sehen, alles wunderbare Dinge noch geschehen, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen. Statt Zäune und Grenzen aufzustellen. So, ich sehe gerade, ich finde das gerade so lustig. Jetzt habe ich die ganze Zeit von der 3 gesprochen. Dabei sind wir ja im 7. Monat und das ist auch meine Lieblings- und Glückszahl. Und diese Nummer, jetzt die 3., hat jetzt genau 7 Minuten gedauert. Und jetzt haben wir genau noch 7 Minuten vom Programm. Und die letzten 7 Minuten habe ich mir überlegt, rede ich noch ein bisschen mit euch über mich und so. Einfach so frei heraus. Also noch einmal, ich bin der Markus Besenlechner. Ich bin jetzt schon im 40. Lebensjahr und werde im Dezember eben 40, 5 Tage vor Weihnachten. Und ich habe sehr viel Musik produziert. Schon seit 2009 habe ich mich ins Produzieren verliebt und habe dann auch angefangen, rein elektronisch zu produzieren. Habe noch lange überhaupt kein Instrument können, kann auch keine Noten. Mir hat einfach ein Freund erklärt, was ist ein Takteschema, wie ist Musik ungefähr aufgebaut. Und dann habe ich bei Autodidakt, Learning by Doing und 10 Stunden produzieren am Tag, jeden Tag, also wie mein Beruf, eigentlich meine Berufung gefunden, ja. So viel produziert und das ist alles auf YouTube und es steht jedem frei, so tief wie er möchte, da hineinzuhören, weil es sind echt super Produktionen dabei, auch ganz vom Anfang.
die jetzt von der Qualität her vielleicht noch nicht so top professionell sind, aber ich finde einfach, es ist auch wichtig zu zeigen, nicht nur die perfekten Dinge, sondern auch den Werdegang und dass man auch sieht, die Entwicklung von einem Künstler. Und deshalb war mir das wichtig, alles zu veröffentlichen, was ich gemacht habe. Vor allem auch, weil ich dann den Kopf frei gehabt habe, wieder was Neues anzufangen. Und ich das einfach schon veröffentlicht habe, wenn ich zufrieden war damit und jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, für einen Wert drauf gelegt habe, dass das jetzt so überprofessionell gemastert sein muss und so. Und ich auch nicht jetzt dann erwartet habe, von Anfang an gleich da den Durchbruch zu schaffen mit der Musik. Aber jetzt, und das, was ich dieses Jahr eben produziert habe in der Playlist 2023, Markus B., das sind die Instrumentalsachen, die ich eben jetzt in der zweiten Hälfte, also jetzt im siebten Monat, weil ich das Album auch Punkt 7 Punkt All One Love nennen möchte, eben 7 Nummern davon mit Lyrics zu vermusizieren. Und ich hoffe dann auch Menschen kennenzulernen, die mich ein bisschen unterstützen, dann beim Mischen vielleicht noch oder vielleicht auch beim Mastering. Und ich habe auch vor, in den folgenden Sendungen dann zusammen, vielleicht gemeinsam mit anderen Musikern, live im Studio Musik zu produzieren und auch dazwischen immer zu sprechen, was wir da jetzt gemacht haben, damit die Leute ein bisschen einen Überblick bekommen oder einen Einblick bekommen, was heißt Musik produzieren. Und ich wünsche mir das halt auch zusammen mit anderen Leuten zu machen, weil es einfach viel schöner ist, weil man einfach nicht alles selber kann und nicht in allem der Beste sein kann. Und wenn jetzt ein Bassist oder ein Pianist daherkommt, der das gelernt hat und kann und allein dazu spielt, dann denkst du dir nur, pfau, auf das wäre ich nie gekommen, oder? Das nehmen wir gleich dazu. Ja, cool. Ja, wird alles geschehen noch in diesem Monat. Richtig. Auf jeden Fall mein Album fertigstellen. Und ich hoffe, ihr habt Freude gehabt mit der Sendung. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich jetzt bei Radio Helsinki sein darf. Und ich freue mich auf Zusammenarbeit, auf regelmäßige Workshops zu machen und da richtig einzutauchen ins Radio. Und das ist genau der Place, also der Space, den ich brauche, um mich zu verwirklichen auch. Und um das auch frei raushauen zu können, meine Musik, weil ich ja auch einfach in meiner Energie bin auch noch, solange bis andere Musiker dabei einsteigen und Reaktionen bekommen vom Publikum jetzt direkt, euch das einfach vorspielen und wer auch immer das hören möchte, kann es aufdrehen und wenn es nicht interessiert, der kann das 92,6, Entschuldigung. Ja, und dann möchte ich noch dazu sagen, ich weiß, ich habe einige Fehler, sagen wir mal, gemacht. Fehler vielleicht nicht, aber was ich noch besser machen kann auf jeden Fall ist, dass ich mich vorbereite und alles genau auf meinem Computer so hinstelle, dass ich weiß, was wann drankommt. Das Problem war, dass ich gestern beim Produzieren eben mein Stromkabel vergessen habe und das zu Hause nicht mehr machen habe können. Jetzt habe ich nur das Konzept zusammenstellen können. Und deshalb habe ich noch ein paar Fehler gemacht jetzt heute bei meiner ersten Probebühne. Habe aber sicher dazugelernt und bin mir sicher, dass ich das beim nächsten Mal besser machen werde und kann. Und ich glaube, das war's dann. Und ich hoffe, dass jetzt dann noch die Abmoderation funktioniert. Ich spiele noch Musik. Oder soll ich noch Musik von mir spielen? Okay. Dann spielen wir noch Musik von mir. Dann gebe ich noch was rein von mir. Spielen wir einfach noch eine Chill-Out-Nummer, oder? Am besten. Viel Spaß, das ist Chill-Out. Thank you.
so, das sind jetzt die letzten Sekunden von meiner Sendung. Und jetzt kommt dann wieder Radio Helsinki. Und habt viel Freude damit. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Freude mit Radio Helsinki und bin sehr dankbar, dass ich jetzt hier sein darf. Also, 7 Sekunden noch.